Willkommen zum Loadout of the Week. Diese Woche werden sich die Hände wund geklickt, denn für dieses Loadout verwendet man Rifles oder Marksman Rifles. Einige davon werden voraussichtlich mit einem späteren Patch vollautomatisch, aber fürs Erste hat man Waffen mit relativ hoher Feuerrate, bei denen man sich mehr oder minder die Finger wund klickt. Nein, sind wir mal ganz ehrlich, ohne Linksklick-Makro oder Turbo-Taste beim Controller wird die eigentlich niemand verwenden wollen. Das gilt im Besonderen für eine Golden Bullet-Woche, in der wir uns aktuell befinden. Und übrigens, wenn ihr dieses Video schon gleich zu Release schaut, wird gerade das 5-fach-EXP-Event aktiv sein. Das gab es so bisher noch nie, aber für 4 Tage, nämlich den 27.09. bis 30.09., wird man die 5-fache-EXP kriegen für bis zu 1000 Shade-Level. Auch hier wird voraussichtlich wieder wichtig sein, auf eurem höchsten Shade-Level einzuloggen. Das ist natürlich nur relevant, wenn ihr Softcore und Hardcore spielt. Exemplarisch für mein Softcore-Shade-Level durchgerechnet, ich bin bei 22.500, grob gesprochen. Und bei dem EXP-Event wird dann entsprechend normalerweise 15, in diesem Fall aber 1000 auf dieses Shade-Level gerechnet. Das heißt, durch das Einloggen werde ich bis 23.495 Shade-Level leveln können. Und bisher war es so, dass diese Grenze von 23.495, die ich eben berechnet habe, dann auch für mein Hardcore-Shade-Level gelten wird. Nur, dass es hier eben grob 6.900 Shade-Level sind, die ich dann leveln kann. Nice. Es sei schnell eingeworfen, dass ich statt für Golden Bullet und das schnelle EXP-Farmen in dieser Woche eher das Loaded of the Week von damals mit Ongoing Directive empfehlen würde. Oder, falls sich schon jemand bereits um die Munitionsdirektive gekümmert hat, das Striker-Set. An der Stelle sei allerdings erwähnt, dass es für Golden Bullet sehr nützlich sein kann, das Artificer Hive zu nehmen, da man bei Zerstörung von diesem Golden Bullet erweitern kann. Und da man jetzt nicht typischerweise Striker mit dem Memento-Rucksack paart, kann man natürlich auch Heartbreaker nehmen. Mit all den abweichenden Empfehlungen könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass das Set, das ich jetzt vorstelle, gar nicht so gut ist. Und naja, was soll ich sagen? Hier ist es anständig. 4% Weapon Damage, das bezieht sich auf den additiven Weapon Damage, den wir auch über das Core-Attribut kriegen. Der Weapon Damage hier bei Striker wiederum ist ein eigener Multiplier. Nur deswegen sind Heartbreaker und Striker auch überhaupt so stark. Aber gehen wir doch auch erstmal auf den Set-Bonus ein. Wir kriegen nämlich auch noch 2% Weapon Handling und das sind ja nur die Stacks. Aber warte mal, wie hoch kann man denn stacken? Nun, die höchste Menge an Stacks wird bestimmt von der Größe von unserem Magazin. Da wir des Weiteren nur aus Rifles und Marksman Rifles wählen können, bietet es sich entsprechend an, die größten Magazine in Betracht zu ziehen und das sind typischerweise Rifles mit 30 Schuss, denen man dann zusätzlich das 20er Magazin draufpackt. Als Talent passt Boomerang ganz gut dazu, denn das gibt uns bei Crit-Chance gelegentlich schon mal Munition zurück, sodass wir eben stacken können, bevor das Magazin leer ist. Alternativ schadensmaximierend können wir natürlich auch Flatline nehmen. Damit haben wir einfach 15% Amplified Damage, wenn Gegner gepulst sind. Dafür sollten wir allerdings den Techniker verwenden und den Linked Laser Pointer. Man sollte allerdings bedenken, dass dabei 5% Critical Hit Chance flöten gehen, wie immer. Wenn wir nun mit unserem Rifle auf Gegner schießen, erhalten wir Stacks und diese Stacks bewirken nichts. Wenn wir nun aber nachladen, nachdem wir hochgesteckt haben, dann sind diese Stacks für 10 Sekunden aktiv. Man merkt es auch gleich an dem Weapon Handling und den höheren Schadenszahlen. Wenn man nun allerdings weiterschießt, erhält man dabei keine weiteren Stacks, bis der Bonus ausgelaufen ist. Vorsicht also, wenn man niedrige Stacks hat und dann nachlädt. Gut, das heißt, unser Magazin bestimmt nun die maximalen Stacks, die wir haben können, und bei 50 Stacks wären das 50 mal 4 Weapon Damage. Also 200% additiver Weapon Damage. Diese werden auch in den Stats angezeigt, man kann sich diesen Bonus also auch in diesem Menü ganz gerne betrachten. Der Set-Bonus legt also die folgenden Optimierungen nahe. Eine hohe Feuerrate, um möglichst schnell Stacks aufzubauen, ein großes Magazin, um möglichst viele Stacks zu haben, aber keine Sorge, wir werden fast nie alle 50 Stacks aufbauen, bevor wir nachladen, das wird von Kampf zu Kampf unterschiedlich ausfallen. Und über die Attribute und Brandboni möglichst gute Crit-Stats. Denn auch wenn wir dann einen sehr hohen All-Weapon-Damage und Rifle-Damage haben, so wollen wir möglichst hohen multiplikativen Damage-Bonus über die Crit-Stats kriegen. Genauso sind die eben von Flatline genannten 15% multiplikativ und wenn man auf diesen Puls setzt, dann ist auch Spotter eine gute Wahl, was sogleich 15% Amplified Damage Bonus hinzugibt. Setzt man allerdings nicht auf die Techniker-Spezialisierung oder auch generell nicht auf das Talent, so ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch Obliterate optimal, da es weiterhin bis 25% Total Weapon Damage hochsteckt und wir haben kein Total Weapon Damage, das ist also auch multiplikativ. Damit genug Defensive vorhanden ist, setze ich auf Memento. Da erhält man wie immer 2 Skilltier. Und da man über den Techniker seinen dritten Skilltier erhält, reichen in diesem Fall 3 weitere defensive Attribute. Somit haben wir Skilltier 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Höher geht erstmal nicht, das andere wäre Overcharge. Und den triggern wir nicht.
Was man im Vergleich zu Spotter bei Obliterate bedenken sollte, ist, dass wir erst 25 Treffer landen müssen, die kritten, um Obliterate auf den vollen Bonus zu bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer bei jedem Kampf der Fall. Und insbesondere die maximalen Damage-Zahlen, die man dann mit dem vollen Set-Bonus erzielen kann und vollgestackt im Obliterate, nun, die werden wir tatsächlich auf dem Feld eher selten sehen. Betrachten wir dafür exemplarisch mal den ersten Spawn von Lincoln. Hier habe ich eine Mobgruppe gleich zu Beginn. Und nachdem ich diese erledigt habe, spawnen noch ein paar weitere Mobs. Meine Stacks von dem Set sind allerdings nicht voll. Trotzdem bietet es sich an, nachzuladen, damit ich für den restlichen Spawn innerhalb von 10 Sekunden erhöhten Damage und Weapon Handling habe. Das halte ich in den meisten Situationen für die beste Herangehensweise. Alternativ kann man es aber auch so machen. Statt in grob der Mitte des Kampfes oder in der Nähe des Ende des Kampfes nachzuladen, cleart man ohne nachzuladen all diese Mobs. Da die Stacks erst dann aktiviert werden, wenn man nachlädt, können wir nun im nächsten Raum gleich zu Beginn nachladen und den maximalen Damage-Bonus genießen und diesen Raum dadurch etwas besser anfangen. Man merkt auch extrem das Weapon-Handling und sobald dieses aus ist, wackelt die Waffe auch schon gleich viel mehr. Erst dann können wir auch wieder Stacks aufbauen. Aber auch hier, ich würde eher mittendrin nachladen und den Bonus dann zwischendrin nutzen für die Mobs, die in dem Raum noch existieren, statt eben unter Umständen nachladen zu müssen, wenn nur noch der letzte Mob da ist, weil das Magazin leer läuft, oder eben unoptimale Stacks auszulösen gegen Ende und nichts für den nächsten Raum zu haben beispielsweise. Allerdings hat man im nächsten Raum typischerweise nichts, wenn man auch davor den Bonus genutzt hat und nicht nochmal neu hochgesteckt hat. Anders als Striker und Heartbreaker muss man hier tatsächlich also erst einen Bonus aufbauen und dann auslösen und dann später wieder in eine Aufbauphase übergehen, statt permanent von einem Bonus profitieren zu können. Ich finde, das Ganze ergibt spielerisch nettes Gameplay, aber da muss man eben ähnlich wie bei Umbro Initiative auch schauen, ob das dem eigenen Spielstil entspricht. Wenn ihr mehr Footage sehen wollt von dem Set, wie ich es spiele, dann schaut euch doch gerne den in der Beschreibung verlinkten Stream an. Generell hätte ich gerne eine ACR-SS gehabt, da sie noch eine höhere Feuerrate hat. Aber generell kann man einige Waffen für das Set sinnvollerweise verwenden. Eine Lightweight M4 hatte ich in dem Fall parat liegen und eine UIC hat zwar bedeutend weniger Round per Minute und bedeutend weniger Damage, aber dafür ist die UIC ein punktgenauer Laser, auch ohne Weapon Handling, was man sonst so von keiner anderen Waffe kennt. Wenn man im Vergleich versucht, mit der Lightweight M4 auf diese Stelle zu schießen, nun, das sprayt man mehr, als dass man was trifft. Erst wenn man vom Set das Weapon Handling aktiviert, nun, dann könnte man es vielleicht mit der UIC aufnehmen. Seid euch nur bewusst, während die UIC diesen Stabilitäts- und Präzisionsvorteil hat, hat sie natürlich verhältnismäßig wenig DPS. Weitere Waffen, die funktionieren, wären zum Beispiel die Elvo AC, wenn man auf Pulse Rifles steht, die M16A2, oder alternativ, falls man sich sicher ist, dass man nie so hoch stacken wird, mit 40 Schuss im Magazin gesamthaft die USK. Und sollte man das Set spielen wollen, obwohl man keine Linksklick-Makros hat oder keine Turbo-Taste, nun, dann ist vielleicht die MK17 ein netter Kompromiss, wo man auch nur 40 Schuss hat, aber dafür ist die Round per Minute, also die Feuerrate, deutlich erträglicher. Nebst dieser Auslegung, wo man Memento verwendet, um besonders tanky zu werden und Cheska für die guten Crit-Stats, kann man das Ganze natürlich auch auf Memes umbauen. Wenn man nun nämlich den Ninja-Back-Backpack nimmt und das Ganze mit den 3-Piece von Brazos für 50 Magazine-Sized paart, so hat man natürlich für den Set-Bonus ein noch größeres Magazin. In der ursprünglichen Variante sind wir schon nicht auf die 50 Stacks gegangen in den meisten Fällen und nun ist es noch unwahrscheinlicher, dass wir auf 75 Stacks gehen. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dass man dementsprechend stark in die Crit-Stats eingeschnitten hat, ist das natürlich ein ganz gutes Meme. Nach einer gewissen Zeit ist mein Mauspad zwar zu Ende und die Lightweight M4 wird immer instabiler, aber wenn man jetzt nachlädt, nun, dann immerhin ist die punktgenau und die Zahlen immerhin halbwegs hoch immer noch, aber naja, die dafür benötigten Stacks sind natürlich ein bisschen Abschließend sei spielerisch noch erwähnt, dass wenn man die Waffen wechselt, die Waffen nachgeladen werden. Das heißt, statt wie üblich nachzuladen, kann man nach dem Schießen mit der Waffe, ohne den Bonus auszulösen, einfach einen Waffenwechsel durchführen und man wird immer eine stets nachgeladene, naja, ein stets nachgeladenes Rifle zücken. Man sollte allerdings bedenken, dass man dann entsprechend wie ohne Set-Bonus spielt und, das ist es so generell damage-technisch natürlich nicht wert.
Da ist es vermutlich besser, wenn man den Bonus aktiviert hat und den entsprechend auslaufen lässt, denn wer hätte es gedacht, auch das Auslaufen von dem Bonus sorgt dafür, dass das Magazin aufgefüllt wird. Wenn man sich gedacht hat, bei Rifles und Marksman Rifles, da bietet sich doch bestimmt Headhunter an, dann denke man nochmal zurück, dass man Stacks pro Treffer aufbaut und wenn man auf ein Set sitzt, das die Gegner typischerweise one-shotten will, hat man fast nie Stacks und der Damage-Bonus, den man von dem Set kriegt, ist jetzt auch nicht so optimal, also nee, es ist nicht wirklich Headhunter-kompatibel. Was die Skills angeht, ist die typische Wahl natürlich Schild und Beleber-Hive. Für Golden Bullet kann man aber auch durchaus auf das Artificer-Hive wie gezeigt wechseln, um dauerhaft Golden Bullet aufrechtzuerhalten. Aber als kleiner Bonushappen wurde ich während eines Streams letztens von Kabal auf die Taktiker-Drohne aufmerksam gemacht. Diese war mir zwar nicht fremd, aber wenn man diese mit der Spezialisierungsmod entsprechend ausstattet für 20% höhere Scan-Range und dann ebenso mit Expertise nochmal 20% Scan-Range erhält, so ist es relativ erstaunlich, dass wenn man sie dann mit E auf einer Stelle platziert, auf was für eine Range man mitkriegt, wo die Mobs sind, insbesondere durch die roten Linien. Aber verlasst euch nicht zu sehr auf den Puls, insbesondere wenn ihr mit Spotter spielt, das macht die Drohne nicht ganz so gut. Mobs, die nachspawnen, wird man entsprechend auch direkt durch die Linie sehen und sie werden auch regelmäßig genug markiert, sodass man dann permanent die Pfeile bzw. stellenweise auch die Balken durch die Wand sehen kann. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem Loadout. Genießt die Sandbox, habt Spaß mit dem Spiel und bis zum nächsten Mal.